Zu der Bagdad-Batterie. Und offiziell ist das eigentlich keine Batterie. Also hier steht, dass die keine Flüssigkeit drin gefunden haben, deshalb kann das ja nicht funktioniert haben. Und es wäre doch zu schwach, um Strom, also um Licht damit zu erzeugen. Klar, wenn ich eine Zelle aus dem Tesla rausnehme oder finde, dann ist ja klar, dass der Tesla damit nicht lief. Aber so ein Akku beim Fahrrad oder egal wo, eigentlich besteht aus vielen Zellen. Die sehen eigentlich so aus. Natürlich will ich das jetzt nicht damit vergleichen. Die sind effizienter und so, aber ja, was denkt ihr, was in 2000 Jahren von einer Flüssigkeit übrig bleiben würde? Weil diese Batterie funktioniert eigentlich nur mit Essig, mit Zitronensäure oder mit Wein sogar, vielleicht sogar mit. Ich glaube, da geht einiges, womit das laufen könnte. Ich habe hier mehrere Seiten mir angeguckt und konnte nicht glauben, dass das nicht anerkannt wird, weil bei Wikipedia steht das auch gar nicht offiziell, was Stromentdeckung angeht und so, wird das da gar nicht erwähnt. Aber wie man sieht, haben die sich eigentlich dagegen gewehrt, weil es wirklich wieder was auf den Kopf stellt. Und das Thema, wenn es vor über 2000 Jahren schon Strom gab, dann konnte es auch vor 4000 oder vor 10.000 Jahren Strom gegeben haben. Und das ist etwas, was gar nicht sein darf in dieser Welt. Weil wir haben ja alles schon, diese Entdeckungen sind einfach wiederentdeckt worden, wie es aussieht, die meisten. Ja? Und den hat man dann, man hat das probiert, experimentiert. Experimentierarchäologie gibt es auch. Aber das wurde dann doch nicht anerkannt, weil sie meinten, es wurden die modernen Prüfungsmethoden angewendet und deshalb gilt das nicht. Da müsst ihr euch vorstellen, wie die sich dagegen wehren, das anzuerkennen, obwohl das jeder Idiot in der Welt schon kennt. Die nennen das auch Bagdad-Batterie. Wir haben auch dort diese Art, ja, Glühbirne, ich weiß ja nicht, ob das eine Glühbirne ist, aber wir haben hier eine Verkabelung, wir haben eine Fassung, wir haben halt, da ist dieser Pavian mit den Messern, der vielleicht für den Stromschlag ein bisschen davor warnt, so wie Totenköpfe heute noch auf Stromkästen sind und Blitze. Ne? Also das, wir haben gleich auch die Antwort für diese Rußspuren, die fehlen in vielen diesen Bauwerken. Man muss sich vorstellen, wie lange man da drin gebaut hätte und dann müsste man Fackeln benutzen damals. Aber es fehlen in vielen Gebäuden Rußspuren. Die haben versucht natürlich das erstmal so zu erklären, weil das wurde 36 schon gefunden, diese Batterie in Bagdad dort, und da haben die gedacht, das ist vielleicht um das Wasser zu entkeimen, um Dinge zu vergolden, weil dafür braucht man nur ganz schwachen Strom. Die lassen aber komplett die Möglichkeit weg, dass man die zusammenschalten könnte. Das allein schon das, wie lächerlich das die macht eigentlich, ne? Wie unglaubwürdig. Nein, es gab damals keinen Strom, fertig. Es gab kein Licht, nein, auf keinen Fall. Auch wenn alles irgendwie dafür spricht. Ne? Hier wollte ich ganz kurz noch den Jetfighter zeigen. Die streiten darüber bis heute, was das eigentlich sein soll. Und hier wird sogar an den Jetfighter diese Symbolik nochmal gezeigt, die auch für Strom stehen konnte. Weil ich habe solche Experimente gesehen vor über 100 Jahren. Und hier ist noch die Sonne drauf. Also ja, jetzt hier, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Leitung sein soll, nur es sieht irgendwie nicht nach reinem Kult aus. Und man kann sich vorstellen, was das damals auch bedeutet hat, wenn sowas funktioniert hat. Da war das natürlich für dieses normale Volk total zauberhaft. Klar, vielleicht haben die das auch zeitlang für sich behalten, den Strom. Ne? Vielleicht war das nicht öffentlich. Nur hatten die Möglichkeit, nachgewiesenerweise Strom zu erzeugen. Und
wenn man sich das alles so zusammen anguckt, und genau wie diese Symbolik hier, die eigentlich auch plus minus irgendwie symbolisieren könnte, entfernt, ja, weiß nicht. Da drinnen sieht man auch noch die Schlange, ne, die eigentlich so ein Draht sein könnte. Aber selbst diese Arme hier, die eine Hand ist so aufgedeckt und die ist so spitz nach oben, und das sieht auch aus wie hier Minus, Erdung und Plus. Ja, ich weiß nicht genau, aber es sieht, ne, mit diesem Ding hier, Kabel, hier dieses Kasten. Stellt euch vor, das wäre eine große Batterie mit viel Zitronensäure. Dann würde das schon reichen. Das muss ja auch nicht super stark gewesen sein, ne? Vielleicht hat die nur geleuchtet wie so eine 10, 20 Watt Leuchte. Nur dann war die halt groß, und ich weiß es nicht genau. Nur das sieht schon sehr technisch aus. Kasten, Kabel, Birne, ey, und dann dieser Jetpfeiler und plus minus. Ich weiß nicht, Leute, was denkt ihr? Es gibt auch verschiedene Batterien. Und das ist so eine kleinere, aber guckt euch das an. Wie kann man behaupten, dass das jetzt keine Batterie wäre, nur weil die Säure da drin fehlt? Also da sieht man, wie die Archäologie oder diese Wissenschaftler da arbeiten. Das ist ja, was braucht man hier noch mehr? Ja, Mann. Gut, ich will das Thema Bagdad-Batterie jetzt erstmal beenden. Ich glaube, ich bleibe heute nur bei diesem Thema, dieses Teil. Ich wollte euch zeigen, in der Physiker Alessandro Volta Batterie. An was erinnert euch das? Jetpfeiler? Ich weiß ja nicht. Die Sache ist, ob das jetzt mit dem Jetpfeiler direkt was zu tun hat, weiß ich nicht. Er sieht halt so aus, und wir haben dort diese Lichter, Batterie, Leitungen. Keine Ahnung, vielleicht sieht das zufällig so aus. Wichtiger ist hier noch, wir haben hier Flüssigkeit drin, eine Salzlösung. Stellt euch vor, die Batterie ist dann natürlich nach einer Weile irgendwann trocken, die Salzlösung verdampft. Dann bleibt vielleicht Salz übrig, ja. Aber was würde dann passieren, wenn die sowas finden und sagen, das kann ja nicht funktioniert haben, weil da keine Flüssigkeit drin ist? Das ist witzig, oder? Unsere Geschichte ist geschrieben worden, und man möchte daran nicht rütteln. Heute ist alles viel kleiner, effizienter und in Plastik. Was ja nicht irgendwie alles besser daran ist, garantiert nicht. Nur geht es darum, das könnte man auch als Kultgegenstand darstellen lassen, wenn man einfach die Flüssigkeit da weglässt und sich noch so querstellt wie unsere Wissenschaftler. Wissensbremser. Also nur weil ihr Papier gefunden worden ist, heißt das nicht, das war irgend so ein Papyrusbehälter, was auch bei diesem Bagdad-Batterie zeitlang wollten die echt erzählen, das waren so Papyrusrollenbehälter. Also wie man sieht, wird das benutzt. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine Art Isolation sein soll. Wahrscheinlich muss da so ein Abstand sein, gewisser, ne, damit das funktioniert. Aber ihr seht, dass sich das wiederholt. Er hat einfach viele übereinander gelegt. Wieso machen die das nicht mit der Bagdad-Batterie einfach, ne? Dass man dann 100 oder 20 oder 1000 zusammenschließt. Was denkt ihr, was da für Strom möglich wäre? Auch wenn das dann nicht ewig hält. Aber das wollen sie nicht anerkennen, weil wenn die das anerkennen, dann müssten die ja wieder, ne, dann stürzt ihre wirklich, muss ich jetzt sagen, Märchenwelt zusammen. Ihr seht, man kann Salzlösung verwenden. Hier ist verdünntes Schwefelsäure, Zitronensäure und so weiter, kann man sich ja vorstellen, was möglich damals schon war, wenn man da irgendwas kombiniert hat. Das ist eigentlich eine klare Sache. Wie ihr seht, könnt ihr einfach hier plus, minus in die Zitrone reinstecken, und es läuft auch. Ich glaube, das sind 0,1 Volt oder so. Ich gucke das mal ganz kurz. Ach, geht natürlich nicht. Super! Da, so einfach. Das ist auch eine Batterie. Eine halbe Zitrone. Man könnte auch viele Zitronen nehmen. Und natürlich Licht dran anschließen. Ich wollte einfach nur zeigen, wie einfach es sein kann. Und dass da Leute da schon ganz früh drauf kamen, irgendwie. Durch Zufälle kommt man wirklich an die unmöglichsten Sachen dran manchmal.
Ja, ist das so abwegig, dass es sogar vor tausenden Jahren bekannt war? Hier ganz kurz wollte ich nur zeigen, dass man mit einer einzigen Zitrone 0,5 bis 0,8 Volt erzeugen kann. Jetzt könnt ihr das mal verzehnfachen oder 100 Zitronen. Gut, ich möchte jetzt nicht nur auf diesem Thema hängen bleiben. Ich wollte nur mit so einfachen Mitteln hier zeigen, weil ich improvisiere immer, ne? Dass das leicht möglich ist und seit langem bekannt ist, nur dass offiziell eben es sowas eigentlich nicht geben dürfte. Gut, vielleicht fange ich an zu nerven damit. Ich wollte das aber so endgültig nachweisen. Hier 5 Zitronen, da haben wir schon 2,38 Volt. Kann man sich das jetzt ungefähr hochrechnen? So. Ja, was heißt hier Pi mal Daumen? Ich habe das einfach mal 100 mal 2,4 Volt. 100 Zitronen. Ist jetzt nicht so, ne? Apokalyptisch. Passt gar nicht, aber egal. 240 Volt haben wir hier. Mit 100 Zitronen. Und ja, das ist nur ein Beispiel. Es gibt ja auch nicht nur Essig, Wein und alles. Man könnte wahrscheinlich vielleicht manches kombinieren oder irgendwie verstärken. Die Batterien, die gefunden worden sind. Wer weiß, wie viel verloren gegangen sind. Ach so, Thema Irak-Batterie. Bei der Invasion der USA damals 2003 wurden die ganzen Museen geplündert und die Batterie ist seitdem verschwunden. Ja, also es gibt jetzt die praktisch gar nicht mehr. Also ist das Problem wahrscheinlich gelöst und irgendwann ist das wahrscheinlich vergessen. Ich glaube, die meisten Menschen wissen nicht mal, dass es sowas gibt und das ist auch schon traurig genug.